Ja, oh, meine Lieben, heute schaffe ich es mal wieder, euch mit einem kleinen Wochenendorakel ins Wochenende zu begleiten. Und da mache ich zwei Überschriftskarten. Na, so viele nicht, nee, das geht gar nicht, können wir gleich zurücklegen. Zwei Überschriftskarten, und zwar einmal, wie wir hier gerade sehen, aus dem Krafttier-Orakel und einmal eine Karte aus den Seelenbotschaften-Deck. Und dann werde ich eine Legung machen mit dem Mondnacht-Lenormand-Karten. Und zu guter Letzt schauen wir auf eine kleine Antwortkarte, Entscheide mit den Engeln. Ja, wie gesagt, wie halt immer in allen Legungen darauf hingewiesen, auch dieses heute hier ist wieder eine allgemeine Legung. Das heißt, die Antworten können auf euch zutreffen, müssen es aber nicht zwingend. Aber das merkt jeder ziemlich schnell, wenn er den Anfang der Deutung vernimmt, dann weiß er ziemlich schnell, ob das was für ihn ist oder nicht. Und dann nutze ich auf jeden Fall noch die Zeit des Mischens, um mich bei euch zu bedanken. Für jeden Daumen hoch, den ihr mir da lasst, für jeden netten Kommentar und natürlich ganz besonders auch für das Aktivieren des Glöckchens, womit ihr ein kostenloses Abo auf meinem Kanal abschließt, sowie natürlich für alle eure Schenkungen, die ihr mir zuteil werden lasst. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Die verwendeten Kartendecks findet ihr immer hier unter meinem Link in der Infobox. Und ich weise halt immer wieder darauf hin, da ich ja diesen ganzen Anfangsspann immer wieder hole, der für viele eben immer die Wiederholung darstellt. Aber da ich hier doch sehr häufig feststelle, dass jetzt mehr und mehr neue Abonnenten dazukommen, denke ich, dass diese Hinweise, die ich hier am Anfang gebe, immer noch wichtig sind und kann halt den alteingesessenen Abonnenten nur anraten, spult einfach vor, schaut, bis ich mit der Legung beginne, und so kann ich beiden Seiten gerecht werden. Da bitte ich halt um euer Verständnis. So, bevor ich aber loslege, gucke ich noch mal kurz. Ich will immer, dass ihr da auch alle einen guten Einblick habt in dem, was ich euch hier erzähle. Und deshalb ist auch die Ansicht wichtig. So, wir schauen mal, welches Krafttier uns hier am Wochenende begleitet. Da haben wir den Elch. Qualität. Eine Situation entwickelt sich zum Besten. Deine Arbeit und dein Bemühen lohnen sich. Sie werden vom Erfolg gekrönt. Also alles, was ihr jetzt am Wochenende in Angriff nehmt, scheint sich für den einen oder anderen zum Positiven zu entwickeln. Und darauf baut weiter und vertraut drauf. Und auch wenn wir hier bei den Seelenbotschaften die Überschrift Kampf haben, dann wird es hier erklärt, es lohnt sich zu kämpfen. Bitte um Kraft und Geduld. Bleibe dran und halte durch. Interessant, wie auch diese beiden Karten wieder übereinstimmen. Deine Arbeit, dein Bemühen lohnen sich. Sie werden vom Erfolg gekrönt. Und hier, bitte um Kraft und Geduld. Bleibe dran und halte durch. Also ist es etwas, was ihr euch vorgenommen habt, ein Ziel vor Augen, was ihr jetzt in Angriff nehmen solltet und dranbleiben. Denn wir beginnen hier die Lenormand-Karten mit dem Stern. Das heißt, wir kommen in die Klarheit.
Wir kommen in die Wunscherfüllung mit dem Stern und gehen eigentlich einer wunderbaren Zeit entgegen, wenn wir uns auch hier auf die beiden Überschriftskarten verlassen und sagen, auch wenn es nicht einfach wird, wir schaffen es. Einfach wird es nicht, denn wir sehen auch hier die Routen. Das heißt, es wird ein Kampf, es wird Auseinandersetzungen geben. Nicht jeder wird eure Pläne und eure Ziele unterstützen, das Erreichen eurer Ziele unterstützen. Aber vertraut darauf, bleibt am Ball, verfolgt eure Ziele weiter, geht euren eigenen Weg. Ihr habt die Kraft, ihr habt die Stärke, ihr habt vielleicht auch jemand an eurer Seite, der damit eben glänzt, das heißt, der Kraft und Stärke an euch weitergibt und somit euch hilft, aus dem Kummer, aus den Sorgen rauszukommen. Die Mäuse knabbern die Sorgen weg, den Kummer, aufgrund der Stärke, die euch zuteil wird. Und schaut mal hier, ihr kommt ins Glück. Und das ist ja unterstrichen mit der Ausgangskarte Klarheit und Wunscherfüllung. Also habt ihr alle Türen offen und ihr habt liebenswerte, treue, loyale Freunde an eurer Seite, die euch unterstützen, die Hindernisse und Blockaden aus dem Weg zu räumen. Und das Ganze wird ziemlich schnell passieren. Ihr seid jetzt in der Zeit der Ernte und das bedeutet schnell. Die Sense ist sehr schnell. Sie kann auch verletzen. Aber in dieser Legung hier sage ich, es ist eine Ernte, die sich hier darstellt und die euch zeigt, dass sich das Kämpfen, dass sich der Kampf gelohnt hat. Vielleicht auch bei dem einen oder anderen in Herzensdingen. Das heißt, vielleicht gab es bei dem einen oder anderen Probleme. Vielleicht war es auch eine Dreierkonstellation, die zu vielen Auseinandersetzungen, zu viel Kummer geführt hat. Aber jetzt könnt ihr die Blockaden und Hindernisse hinter euch lassen. Ihr kommt in die Ernte, ihr kommt in das Glück im Zusammenhang mit der Liebe und der Herzlichkeit. Es beginnt für viele von euch ein fantastischer Neuanfang, der sich hier ebnet und der euch mit dem Baum zur Verwurzelung führt, zur Gesundung, zur Kraft, zur Stärke. Es beginnt ein völlig neues Lebenskapitel in eurem Leben. Es schlägt sich ein neues Kapitel auf, das euch auf den weiteren Weg jetzt begleiten wird. Und die ganzen Umwege und Verstrickungen, die bis dato an eurer Seite waren, die haben jetzt ein Ende. Ihr könnt jetzt nach vorne schauen. Ihr könnt vor Anker gehen. Das heißt, ihr könnt eure Ziele jetzt manifestieren, indem ihr kämpft für eure Ziele und dementsprechend am Ball bleibt. Und schaut euch an, das Ganze ist gekrönt als Endkarte mit dem Kreuz. Das heißt, all das, was hier jetzt auf euch wartet, ist schicksalhaft vorbestimmt. Ihr werdet diesen Weg gehen, der vielleicht, wie gesagt, nicht immer einfach ist, auch Auseinandersetzungen noch mit sich bringt. Aber ihr habt die Kraft und die Stärke für euch selbst oder auch Menschen, die euch da unterstützen, diesen Kummer und diese Sorgen abzubauen, ins Glück zu kommen.
Freunde sind an eurer Seite, die euch helfen, die Blockaden und Hindernisse wegzuräumen. Das Ganze wird sehr schnell vonstatten gehen. Es ist eine Herzensangelegenheit. Es kann, wie ich eben sagte, um Partnerschaften gehen. Es kann aber auch um Herzenswünsche gehen. Alles Gesagte führt auf jeden Fall zu einem Neuanfang, der euch in die Gesundung, in die Verwurzelung bringt, der ein neues Kapitel aufschlägt. Raus aus den Verstrickungen, raus aus Umwegen. Ihr könnt ankommen, den Anker werfen und das Ganze ist vom Schicksal für euch vorbestimmt. Und darüber wird der eine oder andere am Wochenende auch noch detaillierte Nachrichten erhalten, sich entscheiden für den richtigen Weg, der unmittelbar euch selbst betrifft. Jeder, der die Lenormand-Karten kennt, weiß inzwischen, in allgemeinen Legungen ist die 29 immer die Karte, die den Fragesteller darstellt. Das heißt, egal ob jetzt hier Mann oder Frau zuschaut, es betrifft denjenigen, der jetzt zuschaut. Das heißt, das Ganze ist wirklich auf den Fragesteller umzulegen. Erwartet Nachrichten, die euch helfen, euch für den richtigen Weg zu entscheiden und schaut voller Zuversicht dann wirklich nach vorne. Und ich ziehe jetzt noch eine Karte. Entscheide mit den Engeln. Das ist immer nur ein ganz kleiner, kurzer Spruch. Das sind zu viele. Der vielleicht hier noch so ein bisschen reinspielt. Hier haben wir sie schon. Betrachte alles aus der Vogelperspektive. Ja, viele Dinge, die einem Kummer bereiten, wo man unschlüssig ist, die sind vielleicht wirklich interessant, wenn man sie aus der Vogelperspektive betrachten würde. Kann man nicht immer, aber ich denke, hier in dem Fall sieht man eigentlich ganz schön, dass es sich auch wieder mit diesen ersten Karten so ein bisschen verbündet. Also dieses Bemühen, dass es sich lohnt, sich zu bemühen, dass alles von Erfolg gekrönt ist. Und wenn du das wirklich aus der Vogelperspektive betrachtest, dann schaffst du es, dran zu bleiben und durchzuhalten. Und das ist eigentlich das, worauf diese kleine Wochenendlegung dich hinweisen soll. Ich wünsche euch ein traumhaft schönes Wochenende. Erholt euch, relaxt und bleibt bei all euren Vorhaben am Ball. Alles Liebe, bis bald!